Ganze 40 Minuten hat es gedauert, bis Fischer Alessandro Biancari den 2,85 Meter langen Wels an Land ziehen konnte, um ihn mit Kollegen zu vermessen. Anschließend haben sie den Raubfisch wieder in die Freiheit entlassen. Wohl auch nicht ganz uneigennützig, denn der Fisch wächst sein Leben lang weiter. Und damit hat Biancari vielleicht noch einmal die Chance, mit demselben Wels einen neuen Rekord aufzustellen. Experten schätzen das gefangene Exemplar auf rund 20 bis 30 Jahre. Wälse können ein Alter von über 80 Jahren erreichen. Genug Zeit also noch, um weiterzuwachsen. Der europäische Wels gilt als größter reiner Süßwasserfisch Europas. Ursprünglich war er besonders in Mittel- und Osteuropa anzutreffen. Doch in den vergangenen 25 Jahren hat er auch in südlichen Ländern eine neue Heimat gefunden. Seit der vorwiegend nacht- und dämmerungsaktive Raubfisch auch in Norditalien angesiedelt wurde, werden im Fluss Po immer wieder beachtlich große Exemplare gefangen.